Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life. Ja, hier auf dem Kanal Gibison. Gibby ist wieder da, Gibby hat ein bisschen Zeit. Und ja, ist auch ein bisschen blöd, dass die letzten Tage fast keine Videos kamen, aber da fehlt mir echt die Zeit. Aber wenn ich könnte, dann ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen. Ja, meine Lieben, ich freue mich und würde sagen, wir starten sofort mal rein mit euren Kommentaren. Die lese ich wirklich immer, auch wenn ich nicht drauf antworte. Herzschreiber schreibt: Heute keine Tipps von mir, aber ein großes Lob. Ich bin so eine alte Oma, ohne Scheiß. Aber würde dich glatt als Enkel adoptieren. Du bist einfach eine coole Socke. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Ja, also ich würde mich eigentlich so als Traumenkel bezeichnen. Ich komme vorbei, ich mähe den Rasen, ich bin zum Kaffeeklatsch da, ne? Kein Problem. Julem, super Video, ich freue mich immer, wenn ein neues da ist. Ein Tipp, schau dir mal das Bistro neben Frau Spuners Laden an. In der Nähe der Tankstelle. Die Cola, die es dort gibt, lohnt sich sehr. Ja, das wäre doch mal eine coole Alternative zum Kaffee, den wir uns immer reinhauen. Slani, Winter passt auf jeden Fall gut zum momentanen Wetter. Ja, ne? Also entweder 3 Wochen Dauerregen oder 40 Grad oder Dauerregen. Also ich weiß auch nicht, wer da an der Tombola steht, aber das Wetter ist sehr komisch zurzeit. Bear and the Bee, Dankeschön für die Grüße. Freue mich, eine sehr gelungene Folge. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und zuschaut, auch wenn ich wenig Zeit habe, irgendwie bei euch oder so zuzuschauen, aber ja, ne? Zeit ist das Wertvollste auf dieser Welt. Martin schreibt: Hey, ich war die Tage nicht am Handy, deswegen konnte ich nicht schauen. Arbeit war die letzten Tage viel und ich habe momentan und erst momentan viel in der Berufsschule und kann fleißig die Folgen nachschauen. Ja, so muss das doch sein. So muss das sein, ja. Berufsschulzeit, beste Zeit. Keiner will dir was Böses. Wir wollen einfach nur, dass man was lernt, so ein bisschen. Einfach nur herrlich da. Ja, Redtox ist auch mit dabei. Liebe Grüße, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Er fragt sich, wofür der ramponierte Teddy da ist. Ja, den brauchen wir für diverse Crafting-Rezepte. Und ja, schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Bianca schreibt: Ich glaube, wenn der Winter vorbei ist, steht dann da You Survive. Danach kannst du deinen Spielstand nicht mehr spielen, aber ich weiß es nicht mehr. Oh, okay. Ach so, geht das auf Zeit? Also müssen wir das in dem Winter jetzt schaffen, da der König der Bettler zu werden, oder wie ist das? Interessant. Vielleicht haben sie das auch umgepatcht irgendwie. Dann Charlina schreibt: Sagt Meißner das zu seinem Nachbar, wie es am Ende macht es Sinn, überall ein Lager zu haben, wo man schlafen kann. Und sie schreibt, sie ist in der 3. Season. Okay, damit hat sich der Kommentar von gerade erübrigt. Also wäre auch schade irgendwie, wenn man nur einen Winter Zeit hätte. Und noch nicht König. Ja, ich denke, uns wird dasselbe Schicksal ereilen. Aber ist ja egal. Es geht ja gar nicht darum, hier durchzurushen, ne? Ist ja kein Speedrun oder so. Ja, dann fragt sie, Bock auf mehr Spieler? Natürlich, natürlich, nur ich bin, glaube ich, der schlechteste Mitspieler überhaupt, weil ich einfach nie Zeit habe. Leider Gottes. TWTW, bester YouTuber, wieder ein geiles Video. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, mein Lieber. Matthias Gruber schreibt: Coole Aktion mit dem Schlägertypen, den wir platt gemacht haben. Ja, mit dem Spaten, ich erinnere mich. Das war echt lustig. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das klappt. Einfach mal full risk. Schön, dass du dabei bist. Ja. Ja, viel Lob dabei, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich kann mich nur bedanken bei euch. Deadlift schreibt: Ich freue mich zu sehen, dass dein Kanal weiter wächst. Ja, ich mich auch. Also so ein paar Leute sind jetzt immer dabei und lassen Kommentare da. Und ja, lustig, Corona ist vorbei. Fast vorbei. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr und jetzt wächst der Kanal. Ja, das passt ja wieder super. Ich habe auch immer ein Glück. Ja, Andreas freut sich über eine weitere Folge Hobo. Sehr schön, mein Lieber. Yvonne, tolles Video, Dankeschön. Ja, dann schreibt Jule M.
Ich habe mich wieder sehr über die neue Folge gefreut. Gerne mehr davon. Ich kann dir stundenlang zuhören. Eine Empfehlung für eine gute Quest ist die von Crazy. Er steht bei Monty. Ja, ich erinnere mich. Das steht da und das ist, glaube ich, die Quest mit dem, da sollen wir, glaube ich, Geld eintreiben von so Schlägertypen. Könnten wir uns mal ranwagen. Wir haben ja jetzt den Spaten dabei. Da können wir gut, austeilen, ne? Und sie sagt, die Spots werden mir auf der Map angezeigt. Ja, da werden wir mal reinhasseln, ne? Ich hab dich, Stephanie, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, hat die ganzen Folgen innerhalb weniger Tage durchgebünscht. Ja, das kenne ich. Das kenne ich, schön, dass du dabei bist. Gamer Traveling Dev auch wieder dabei, sehr schön, danke mein Lieber. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Toto Air ist auch am Start. Danke dafür. Kotstulle schreibt, wir sind beide ja zusammen in der Universe. Zusammen mit der Polizei, ja. Ach ja, das ist eine Anspielung auf HGICT. Sehr geil. Schön, dass du zuschaust. Alter Schwede, sind das viele Kommentare. Nur noch alle 3 Tage eine Folge, ich verhungere. Ja, schön wär's. Also nicht das mit dem Verhungern, sondern wenn ich das schaffen würde, alle 3 Tage eine Folge hochzuladen. Danke fürs Dabeisein. Die Creme, die du im Haushaltsgeschäft kriegst, ist ziemlich gut und du frierst damit nicht so schnell. 50 Kronen hast du in der Zeit locker wieder drin. Danke für den Tipp, never give up und herzlich willkommen. Flammenherz ist auch dabei, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, dann einige Kommentare zum Schlossknacken, da habt ihr euch herrlich drüber amüsiert, habe ich gesehen. Raven Shepard schreibt, beim Schlossknacken, warum bist du so schlau und drehst immer so weit, obwohl du, wo du immer wieder versagst, dreh doch einfach mal ein Stückchen weiter. Ja, ich habe das System, ehrlich gesagt, noch nicht verstanden. Also an einem Punkt dreht er weiter und auf derselben Stellung dreht er nicht mehr weiter. Da muss man bewegen und wieder den richtigen Punkt finden. Und das fällt mir teilweise sehr schwer, weil die Dietriche auch sehr schnell kaputt gehen. Da bräuchte ich einfach noch ein bisschen Übung, glaube ich. Schalina schreibt auch, hey du Dietrich-Schleuder. Nicht so viel wackeln. Ja, ich gebe mein Bestes. Und... ach so, sie meint, nicht so viel wackeln. Es gibt nur einen Punkt. Den hältst du dann fest, wenn du ihn hast und bewegst dann nicht mehr. Okay, das werden wir mal ausprobieren. Ja, gut, los geht's. Ab geht's. Ich hoffe, es geht euch gut. Zum Zeit des Hochladens müsste es Sonntag sein. Genau. Ja, ich habe jetzt gerade Feierabend und was kann man da Besseres machen? Fortfahren. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seitdem ich gespielt habe. Ich erinnere mich, dass wir Geld auftreiben wollten für Anatoli. Genau. Oh, jetzt ist er kurz eng geblieben. Hatten wir das eigentlich geschafft? Hatten wir das eigentlich geschafft, die Fähigkeit zu bekommen? Dass wir Elektrosachen reparieren können. 64, ja, vergessen Sie es. Oh, 18. Naja, wir müssen dann sowieso aufleveln, ne? Das bringt uns alles nur weiter. Ich hatte auch in den Kommentaren gelesen, dass wir den Schrott nicht unbedingt verbrennen sollen. Sonst würde ich auch den unnützen Schrott verbrennen, aber den haben wir leider nicht mehr. Und das ist das Problem. So, die kleinen Mülleimer nehmen wir natürlich auch fleißig mit. Mag sich kaum lohnen, aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Ne? So, es ist mal wieder schön regnen hier in Raslav. So, ich wollte mal ganz kurz bei der Base vorbeischauen. Einfach mal kurz trocknen, bisschen den Questlog begutachten. So, derweil müsste ich auch meine Kopfhörer mal ein bisschen lauter drehen. Alter Schwede, haben wir wieder viel Kleidung hier am Start. Da könnten wir fast wieder zu schwach. So. Erstmal ein bisschen lauter machen. Ich höre überhaupt nichts. So. So geht das schon. Gut, schauen wir mal kurz in den Questlog. Ach, der war hier. So, Aufgaben. Hei, hei, hei. Auf der Spur des Killers.
Genau, Polizei sind wir nicht weitergekommen. Die wollen, dass wir mit denen zusammenarbeiten, haben aber kein Vertrauen bei denen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie wir Vertrauen bei denen aufbauen. Da brauchen wir so eine Fähigkeit für. Ich habe das noch hier aufgeschrieben auf dem schlauen Zettel. Ich glaube, berechnend war das. Ich glaube, das war die Fähigkeit berechnend, die wir irgendwie bekommen müssen. Genau. Seltsame Typen. Finn denkt, dass ein paar seltsame Typen es auf ihn abgesehen haben. Sie scheinen ihn zu beobachten und zu verfolgen. Er sagt, sie treiben sich für gewöhnlich auf dem Gehweg hinter der Kirche rum. Ja, da schauen wir jetzt mal vorbei. Die machen wir platt, die hauen wir zu Klump. So, wie geht's uns denn? Müde. Ja, das ist natürlich blöd. Aber auch nicht weiter schlimm, weil wir können dann mal in der Zeit den Zettel studieren, den ich hier führe. So, ein bisschen Moral kriegen wir dann auch wieder dazu. So, machen wir mal die Mathe, dann geht's ein bisschen schneller. So. Ja, wenn ich jetzt noch lesen könnte, was ich da geschrieben habe, dann wären wir schon ein gutes Stück weiter. Ja, die Leute befragen, das war die Quest mit dem Reporter, genau, da müssen wir auch noch weiterkommen. Ein Kissen für Meissner, Verband für Monty, ein Verband für Shrug. Okay, ich merke schon, wir brauchen Verbände, ich schaue gleich mal, ob wir welche craften können. Kaputte Kopfhörer haben wir, das können wir dann mal streichen. Wir brauchen jetzt nur noch 300 Kronen und ein paar Pullen rum. Und 200 Kronen auch noch für Anatoli. Also 500 Kronen brauchen wir erstmal. Ein paar Typen hinter der Kirche zusammenhauen. Das klingt doch richtig geil wieder heute. So. Den Kessel fertig flicken steht hier drauf. Wo war das denn nochmal? Ach, in der Kirche, glaube ich, ne? Schrott sammeln, berechnend lernen. Ja. Das ist so erstmal unser Plan. Ja, wir sind auch fast ausgeschlafen. So, jetzt gibt's auf die Gummel, das sage ich euch. So, Essen geht eigentlich noch, aber wir könnten uns mal... Obwohl, da müssen wir so heftig zum Klo, ne? Da müssen... Okay, wir hauen uns ein Brot rein, weil das treibt nicht so. Der Linseneintopf hier. Ach ja. So. Gott sei Dank gibt es hier kein Corona-Update oder so, stellt euch das mal vor. Aus Hygienegründen die öffentlichen Toiletten beschlossen, nur Probleme hier. So, lass mich raten, da steht ein Schlägertyp. Nee. Wo laufe ich überhaupt hin gerade? Ich weiß es nicht, ich glaube ich wollte Bobby holen. Einfach so, macht der Gewohnheit. Aber es ist auch schon ziemlich spät, die gute Frau wird uns Bobby nicht geben. Okay, sie gibt uns Bobby doch, das ist schön. Haben wir schon unser gratis Essen abgeholt. Ich bin hungrig. Bin immer hungrig. So, Mahlzeit haben wir wieder drin. Also essenstechnisch geht es uns richtig gut. Ne, das sei gesagt an der Stelle. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen in Richtung Kirche. Ich frage mich, ob wir... Kommt man hier über diesen Weg auch hintenrum irgendwie an die Kirche dran? Nö, hier geht es einfach nicht weiter. Das ist natürlich nicht so cool. Da müssen wir mal eben den anderen Weg nehmen. Macht aber nichts. Wir haben nämlich sowieso vergessen, Verbände zu machen. Ja. Ich habe sowieso ein Gedächtnis wie ein Sieb, also verzeiht mir das bitte. So, Zeitungen. Wo haben wir sie denn? So, wir müssen auch unbedingt wieder ein bisschen mehr containern. Unsere Kleidung ist mega sauber, die müssen wir unbedingt ausziehen vorher. Ganz wichtig. Aber an sich sind wir ganz gut equipped. Und unseren Doggo, den müssen wir auch mal wieder ein bisschen pflegen. Der chillt da die ganze Zeit im Inventar rum. Ja, das ist das harte Leben. 2 Grad, Regen, wir stehen hier unter so einer löchrigen Plane. Und wärmen uns an verbranntem Abfall. So, Verband. Die müssen wir haben. Ich stelle mal einen her. Weil die kosten ja Geld. Oh, erstklassiger Müll können wir herstellen. Das ist gut. Super. So, wenn wir hier versagen, macht uns das nur müde. Das ist nicht so schlimm. Weil wir sind ja gerade ausgeschlafen. So, Hallöchen.
Segnung abholen und Typen zusammenhauen. Höchstwahrscheinlich zusammenhauen. Weil Geld haben wir nicht. So, da haben wir richtig feierlich reingeschissen. So, Hallöchen, Herr Pater. Um etwas bitten. Eine Segnung bitte. Dankeschön. Brauchen Sie Hilfe bei irgendwas? Nett, dass du fragst, aber im Moment nicht. Der Kessel ist noch kaputt, du Affe. Ich weiß. So, wir sind aber noch nicht genug aufgeskillt dafür. Oha, hier geht ja richtig die Party ab. 99, 64. Läuft heute nicht so gut mit dem Battlen. Oh, wir wischen auch immer nur die mittleren. Weil ich eigentlich wissen sollte, wie die aussehen. So, das sind hier, glaube ich, diese Typen. Genau. Hey, was geht denn so? Ganz okay. Wir haben dich auf unserer Straße beim Taschendiebstahl gesehen, Alter. Und, ist das ein Problem? Hm, die Tatsache, dass du Klaus ist kein Problem, aber die Tatsache, dass du nicht für Bruno Klaus ist ein Problem. Was für ein Schwachsinn, ich kann klauen, wo ich will. Hm, da liegst du falsch, Kumpel. In der Nadrasinstraße stiehlst du entweder für Bruno oder gar nicht. Ich schlage vor, du gehst entweder zu Bruno oder du verschwindest. Bruno. Wenn du das sagst, wo finde ich diesen Bruno? In der Shisha-Bar. In der Shisha-Bar, walla, Bruder. Okay, super. Okay, wir sollen in die Shisha-Bar. Da war ich auch noch nicht. Beziehungsweise laufen wir jeden Tag dran vorbei. Wirklich, wir laufen ja jeden Tag dran vorbei. Du frierst, du bist kaputt, ne, durchnässt, Depression, Bein gebrochen, in Scheiße getreten, alles wieder heute. Das volle Programm. Sag mal, ich muss ja auch täglich 5 Tonnen Müll durchjagen, ne, dass uns irgendwie warm bleibt. So ein paar Wintertage haben wir ja jetzt hinter uns. So ein paar haben wir hinter uns, ja. Aber wird sich da wahrscheinlich noch ewig ziehen. Tag 16, ja. Noch gar nicht so lang. Etwas über 2 Wochen sind wir obdachlos. Dicke Villa am Start. Wagen steht vor der Tür. Lass uns einfach bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Das wird schon. So, wir sollen zu Bruno. Zu Bruno. Ach, Gassi-Runde ist fertig. Endlich kriegen wir mal ein bisschen Geld. Dankeschön, 23. So. Dann schauen wir mal. Erstmal hier das Bobby-Geld holen. Wenn die denn noch da ist, die gute Frau. Also wenn wir mit Bobby gehen, hat sie länger offen. Machst bestimmt voll Sorgen. Oh, wo ist Bobby? Wo ist der Kerl? So, ich bin zurück. Himmel, das ging aber schnell. Ja, wir haben nicht getrödelt. Ah ja, hier sind noch ein paar Essensreste. Dankeschön. Ich habe das alles schon 1000 Mal gelesen, aber ich habe die Hoffnung, dass er irgendwann mal was anderes sagt. So, wir wollen zu Bruno. Ach, hier sind noch richtig schöne Mülltonnen. Okay, 5 Tretminen können wir identifizieren. 3 Zeitungen, Ehre. 6 Zeitungen. Das hat sich schon gelohnt hier. Das hat sich schon wieder gelohnt. Kommen wir fast mit über die Nacht. Sind durchnässt. Wir frieren. Macht aber nichts, wir reden gleich mit Bobby. Ach. Mit Bobby, mit Bruno. Da ist er ja, der Bruno. Der sieht aber richtig nett aus. Meine Herren, du. Sieht der nett aus. Richtiger Nice Guy. Bist du Bruno? Wer will das wissen? Razor schickt mich. Er sagte mir, dass ich in diesem Teil der Stadt nicht einfach mein Handwerk als Taschendieb verrichten kann. Na, da recht. Alle Diebstahlgeschäfte hier müssen über mich laufen. Ich bekomme einen Anteil und im Gegensatz biete ich gewisse Vorteile. Zum Beispiel? Zunächst einmal werde ich werden dich meine Schläger nicht bewusstlos prügeln. Aber ich biete sogar mehr als das. Wie? Seine Schläger? Ist er hier der Schlägerbaron oder wie? Dieser Bruno?
Hätte ich nicht von ihm gedacht. Nun, ich würde mich schon über den ersten Vorteil freuen. Okay, hör zu. Geh hinten um die Ecke und schau bei Anton vorbei. Ich habe keine Zeit für Scheißer wie dich. Ich dottere ein bisschen. Er wird dir sagen, was zu tun ist. Denk einfach dran. Wenn ich meine Jungs beim Stehlen auf eigene Faust erwischen, hast du ein Problem. Ich mag Probleme nicht. Joa, ich war jetzt so mit Vorlesen beschäftigt, dass ich überhaupt nicht zugehört habe, was ich machen soll. Aber wir müssen uns sowieso erstmal wärmen. Hi. So. Erstmal kurz wärmen, wir haben genug Zeitung hier, bevor wir krank werden. Dass wir uns wieder 10 Zitronen hier reinpfeifen müssen. Wo sind sie denn, die Zeitung? Da. So, wie krank sind wir denn schon? Nix. Nix. Joa, nicht. So, mal gucken. Neue Quest. Wer ist Bruno? Wenn du für Bruno arbeiten möchtest. Ach, Anton, genau. Sprich mit seiner rechten Hand. Anton. Ja, das Kreuzchen ist ja hier irgendwo, ne? Ach so. Der saß da auch in der Shisha-Bar drin, alles klar. Okay. Meine Herren. Konnte ich das denn übersehen? Na okay, was heißt übersehen? Ich schließe das jetzt einfach mal so aus der Location auf der Map. Ach nö, das ist ja gar nicht, das ist der Barkeeper. Was kann man denn hier bestellen? Ich hätte gerne 10 Bier. Ein flüssiges Vergnügen. Ja. Den üblichen Plunder. Wo ist denn hier dieser Anton? Ich muss mal kurz auf der Map gucken. Sprich mit seiner rechten Hand. Du frierst. Also irgendwie hier, sagt er, ne? Nee, komplett falsche Richtung. Hier lang. Okay, das ist nicht so einfach zu finden. Gefunden. Das war jetzt mal wieder pures Glück. Hallo Anton. Hallo, Bruno schickt mich. Du bist wegen Arbeit hier, nehme ich an. Ja, ich würde gern bei Bruno gut dastehen. Das wäre nicht unklug. Für den Anfang hätte ich was ganz Leichtes, um herauszufinden, wie zuverlässig du bist. Um was geht's? Wenn du irgendwo ein abgeschlossenes Fahrrad findest, schau genauer hin. Falls es mit einem einfachen Schloss gesichert wurde, komm her und sag es mir. Komm her und sag es mir? Kann ich doch gleich aufmachen. Warum? Was ist das? Eine Frage? Tu einfach, was ich dir sage. Freaky, freaky, fresh. Das ist alles. Du wirst für jeden deiner Tipps belohnt. Also für jeden Tipp, der sich dann auch als richtig erweist. In Ordnung. Okay. Ein Fahrrad finden, ein abgeschlossenes Fahrrad. Ja, ich habe eins beim Bahnhof gesehen. Eins habe ich beim Bahnhof gesehen. Da können wir ja mal hintingeln. Nebenbei ein bisschen Geld farmen. Ein bisschen erfrieren. Das Übliche, ne? So. Da wären wir wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Gut. Hier noch alles gut im Hut. Ja. Ein bisschen krank sind wir. Oh, Zitronen. Wir brauchen definitiv mehr Zitronen. Wir haben fast die 200 Kronen zusammen. Da möchte ich natürlich auch wissen, wie es weitergeht bei der Quest. War schwierig. Obwohl, wir kommen bei Anatoli vorbei. Und wir kommen auch da beim Restaurant vorbei. Da bei Shrug. Ne? Da könnten wir eigentlich mal die Kleidung verkaufen, die wir nicht brauchen. Hätten die 200 Kronen, könnten die bei Anatoli vorbeigeben. Schlendern dann gemütlich zum Bahnhof. Gucken uns da ein Fahrrad an und sagen, hey, da steht eins! Und haben die Quest auch wieder fertig. Alter Schwede, ich habe hier gefühlt 10 Sekunden Zeit, bis ich wieder am Erfrieren bin. Das ist nicht mehr normal. Bei Gott, das ist nicht mehr normal. Ach ja. Definitiv, es wird schwer. Es wird schwierig, dieses Game.
Ja, hat auch gerade bis hierhin gereicht. In unserer supergeilen Kleidung. Hätte ich mal auf eure Tipps gehört. Und wäre zum Outdoor-Geschäft gegangen. Ach, interessanter Lesestoff. Papalapap, mir ist kalt. Oh, brennt 2 Stunden, stand da, ne? Dann brennt das ja ziemlich lange. Bin mal gespannt, ob wir die 200 Kronen jetzt zusammenkriegen. Ja, wäre eigentlich auch mal ganz sinnvoll, hier so eine kleine Unterkunft zu errichten. Falls wir mal irgendwann Stuff über haben. Könnte noch ein bisschen dauern, habe ich so im Gefühl. So, es geht uns wieder fein. Und wir schenken Shrug jetzt einen ein. Nein, 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 hi. Küchenchef, 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 hi. Oh, das Boost. Kann ich Sie was fragen? Haben Sie etwas rumliegen, das Sie nicht mehr brauchen? Ja, klar. Hätten Sie noch etwas rumliegen, was Sie... Ja, klar. Hätten Sie noch etwas? Ja, klar. Super. Danke. Tüte mit Lebensmitteln. Die brauchen wir. Für die Obdachlosen in der Grube. Und für die Leute vom Baron. Der stand aber auch ganz ungünstig hier, ne? Da ist eins. Läuft. Okay, wir brauchen nicht mehr zum Bahnhof gehen. Okay, wir müssen doch noch zum Bahnhof. Verdammt. Da ist schon wieder so ein Schlawiner. Der ist abgeschlossen, ja. Kennt das Spielchen hier doch. Ahoi. Diese Person ist zu betrunken. Oh, das trifft sich gut. Mann, willst du, dass ich dir die Fresse poliere? Komm schon, ich hau dir eine rein. Nee, ich mag Schwack zu sehr. Nee, nee. Aufgeben. Jo. Irre. Können wir ihm leider nichts verkaufen. Das ist schade. Das ist schade. Vielleicht finden wir auch einfach das goldene Los hier. Im Müll. Erstklassiger Abfall, nice. So, wir könnten 5. Ich weiß, dass ich am Erfrieren bin, aber ich gönne mir jetzt einfach mal die Zeit. Einen können wir noch, okay. So. Wisst ihr, Kleidung ausziehen wird zu lange dauern. In der Zeit bin ich schon erfroren. Sag mal! Wann hat der sich denn da hingestellt? Herr Polrecht! Herr Polrecht! Oh, der hat schon wieder 2 Aktionspunkte regeneriert. Da geht aber ziemlich schnell. Wieder was gelernt hier. Ciao! Ha, Herr Polrecht! Okay, anscheinend müssen wir kurz warten, bis der Typ da weggestapft ist. Okay, Fahrradquest ein bisschen vorangekommen. Kron, nichts dazu gewonnen. Weil Shrug hat einen Tee. So, der ist jetzt davon gewatschelt. Schreiben was. Ja, komm. Mensch, du, diese Bücher, die brennen aber lange. Die brennen aber richtig lange. Die haben 40 und er hat nur 10. Ist ja Wahnsinn. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass die so gut brennen. Oh, der Drucker, der brennt auch nicht schlecht. Nee, aber da müssen wir ja die Fähigkeit bekommen. Damit wir den reparieren können. Die bringen nämlich sehr viel Geld. Verbrennen wir einfach unser Hack. So. Wahnsinn, dieses Wetter. Gott sei Dank bricht der Tag gerade an. Wir streifen hier schon wieder wie so ein Seelenloser durch die Nacht. So, ein paar Leute anquatschen. Bei Frau Lavou war ich auch noch nicht. Weiß jetzt gerade nicht. Ich meine, das liegt auf dem Weg. Ich meine, das liegt auf dem Weg und da können wir uns eine Brühe abholen. Ja. Die Brühen von Frau Lavou sind die besten. Hätten Sie was zu essen über für mich? Bitte sehr, danke. Das ist so geil. Brühe ist das Geilste hier. Das heilt dich. Du bist satt. Das ist einfach nur spitze. Ach, ich wünschte, es wäre wieder so leicht wie am Anfang. Oh. Plane.
Das ist gut. Da habe ich nicht mit gerechnet. Was ist das denn? Halbleere Energy Drink, okay. Ist klar. Hallo, 99, 64, 29, 3%. Ja, wer hätte es gedacht? So. Wir stapfen mal kurz zur Feuertonne beim Hobo Master. Das sollten wir wohl überleben. Jetzt kommen wir gar nicht mehr vorwärts hier. Mal schauen, ob hier wieder was ist. Ja. Beim Hobo Master ist auch noch ein ziemlich geiler Container. Das könnte sich lohnen. Oh weia, oh weia. Kreislauf, kalt. Geht schon wieder los hier. Eieiei, im Sekundentakt bin ich hier am Verbrennen. Ne? Moral sieht auch nicht mehr so toll aus. Gönnen wir uns mal eine Feine. Oh, wir fühlen uns auch ziemlich krank, sehe ich gerade. Gucken wir uns mal die Äpfel rein. Wir wollten ja sowieso da mal zur Toilette. Wieso habe ich meine Wollmütze eigentlich gar nicht auf dem Kopf? Die wärmt uns doch ein bisschen mehr. Oh, okay, alles klar. Wollmütze, Friedrichs Sachen. Gut, weiter geht's. Bobby haben wir abgegeben, ne? Ja. Dann könnten wir eigentlich wieder unseren Hund rausholen. Ist er denn der Feini? Da ist er ja. So. Interagieren. Warum geht das nicht? Achso, Bindung, okay. Bindung stärken, Bell, Bindung stärken, Bell, Bindung stärken, Bell, Bindung stärken, Bell. Interagieren. Kurz wärmen. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Sei eben schnell zum Bahnhof. So, die Bücher können wir auch Meißner geben, das weiß ich. Die Chance ist gerade sehr gering, dass er diese Quest hat. Aber bestimmt hat er die jetzt als nächstes. Ja, meine Lieben, in der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir drei Fahrräder zusammenbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten und entspannt. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag ohne Stress und bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.